weil ich kann auch das Ausfahrsignal nicht sehen. Ah, das Ausfahrsignal ist eh auf Rot. Gut, darum kümmern wir uns gleich. Herzlich willkommen zur 10. Folge von Zusi 3 zusammen mit Tobi. Hi. Ja, wir sind heute erstmal ganz kurz hier im Menü von Zusi. Und zwar, wie ich schon in der letzten Folge angekündigt habe, fahren wir heute erneut auf der Säuschwänzlebahn. Jedoch, was wäre, wenn auf Nebenbahnstrecken ein attraktiver und kostengünstiger Nahverkehr angeboten würde? Dieser fiktive Taktfahrplan bildet ein mögliches Szenario in einem stark erweiterten Zugangebot auf der Wutachtalbahn nach. Das ist ein anderer Name für die Säuschwänzlebahn. Einmal stündlich über die Gesamtstrecke in Nord-Süd-Richtung befahren, sowie zusätzlich jeweils eine Zugfahrt Weizen, Blumenberg, Zollhaus und zurück angeboten. Das heißt, auf dem Abschnitt Blumenberg, Zollhaus, Weizen, den wir in der letzten Folge nicht gefahren sind, ist sogar einen Halbstundentakt im Durchschnitt. Aufgrund der fehlenden Nähe zu Ortschaften sind am Haltepunkt Wutachblick und in Grimmelshofen keine Verkehrszeit vorgesehen. Zu sehen, Grimmelshofen ist in den Verkehrszeit nur in Richtung Weizen, ne? Zugkreuzungen finden stündlich in Blumenberg-Zollhaus, Fürzen und Grimmelshofen sowie zweimal pro Stunde in Epfenhofen statt. Dieser Fahrplan bietet Fahrt mit allen in Zusi 3 vorhandenen aktuellen Dieseltriebwagen für den Nahverkehr Desiro, Talent, Lind, Regio Shuttle und Baureihe 628. Genau. Und das ist auch, was wir heute und also was wir uns heute und nächste Woche in der nächsten Folge ansehen werden. Und zwar werden wir mit zwei unterschiedlichen Dieseltriebwagen einmal die Gesamtstrecke in die eine Richtung und in die andere Richtung abfahren und ein bisschen was drüber philosophieren, reden. Aber ist auch ganz interessant, weil wir haben da wirklich mal so eine Nebenbahnstrecke. In der letzten Folge, das war ja modernisiert auf 80 km/h, aber hier noch ganz, ganz simpel 50 km/h, schön durch die Gegend schleifen, abgespeckte Infrastruktur und noch sehr, sehr viel alter Eisenbahnschaum. Denn es gibt keine PZB auf dem Streckenabschnitt. Es sind alles Formsignale. Es sind überall noch Bahnhöfe und sowas. Also das hat einen sehr, sehr guten alten Charme noch. Und das sich mal anzusehen, ist auch ganz interessant. Betriebliche Besonderheiten. Blumenberg-Zollhaus in Fahrtrichtung Geisingen-Hausen. Keine Ein- und Ausfahrsignale. Das hat man in der letzten Folge schon gesehen. Die Ausfahrt erfolgt auf Befehl mit 40 km/h bis zum Ende des anschließenden Weichenbereiches. Und die Einfahrt ist mit Trapeztafel und 30 km/h. In Weizen findet sich am Bahnsteig Anfang, also Richtung Walzow, eine alte Tafel. Nur bei Einfahrt in teilweise besetztes Gleisgültigkeit, das ist für uns nicht so wichtig. In Richtung Geisingen-Hausen, wo wir auch heute fahren werden, gibt es zwei Langsamfahrstellen, unübersichtlichen Bahnübergängen mit Langsamfahrstelle, Kennziffer 1, also 10 km/h Langsamfahrstelle. Und in Richtung Weizen eine mit 20 km/h. Die Langsamfahrt gilt jeweils, bis die Zugspitze die Mitte des Bahnübergangs erreicht hat, so wie es bei Langsamfahrstellen an Bahnübergängen die Regel ist. Und vor der Einfahrt im Tunnel ist das Achtungssignal, also das Makrofon, zu betätigen, was eigentlich überall allgemeingültig ist bei Tunneln. Genau, das werden wir uns heute mal ansehen. Ich werde ein bisschen was drüber reden, verlieren und ich würde sagen, das war jetzt genug der Vorrede. Ich würde sagen, wir starten einmal das Szenario der Regionalbahn 88115 von Weizen nach Geisingen-Hausen. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir in der Simulation sind. So, da sitzen wir hier in unserem Desiro. Den Buchfahrplan mache ich mal hier hin. In der letzten Folge habe ich den weggetan, dass ihr den gar nicht sehen konntet. Wobei ich eigentlich in der Folge davor gesagt habe, dass ich ihn nur wegtue, wenn ich einen elektronischen Buchfahrplan habe. Was hier aber nicht der Fall ist. So, ich würde sagen, wir fahren einfach mal los und unser erster Halt ist dann gleich Weizen, ne? Die Strecke geht eigentlich über Weizen noch ein Stückchen weiter hinaus, ist aber hier nur bis Weizen dargestellt. So, da haben wir auch schon die Vorsignaltafel, weil Vorsignale, wer braucht Vorsignale? Das reicht, wenn wir einfach nur eine Vorsignaltafel haben. So, und 50 km/h erreicht. Und was ihr auch seht, es gibt keinen PZB-Magneten, das heißt, ich musste auch nichts bestätigen oder so, was nochmal interessanter macht. Weil dadurch ist es wirklich so, diese Strecke hat keine Zugsicherung. Wenn der Lokführer hier halt Mist baut, Weizen, dann gibt es kein technisches System, mit dem
der Fahrdienstleiter den Lokführer aufhalten kann und verhindern kann, dass der irgendeine Dummheit anstellt. Oder ein Versehen. Ja. Das ist ja nicht nur für Richtig. böse Wie man versehentlich über ein rotes Signal drüber hinwegrollt, wenn man böse nicht stark Zugführer. genug bremst. Genau. So, wir sehen aber, unser Böse Zugführer. Einfahrsignal ist grün. Also ganz kurzer. Sehr gut, Ziva. Kurzer Crashkurs zu den Formsignalen. Wenn das Ding so schräg nach oben geht, ist grün. Wenn es horizontal ist, ist rot. Und wenn zwei Flügel schräg nach oben gehen, haben wir Langsamfahrt. Zudem gibt es noch diese Lampen immer, die sogenannten Nachtsignale. Hier war eine grüne Lampe, die geleuchtet hat, hat eben einfach, weil man in der Nacht diese Formsignale nicht sehen kann. Deswegen gibt es noch diese Lampen, wobei das eine Lampe ist und davor befindet sich eine grüne und eine rote Glasscheibe. Und die kann man halt eben, je nachdem, wie das Signal gestellt wird in dem Zugseil, bewegt die sich mit und dadurch dreht sich das, halt wird eine andere, für die Lampe eine andere Farbe, ein anderes Licht ausstrahlen, so rum. Schwierig. So, was auch interessant ist, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen, wenn wir in die Gegenrichtung fahren. Weizen hat jetzt auch nur einen Bahnsteig, aber wir finden Zugkreuzungen statt. Das heißt, die Züge in die Gegenrichtung, die halten hier neben uns auf dem Gleis ohne Bahnsteig und die Leute müssen halt eben an einem Gleis ohne Bahnstrecke aussteigen und hier über die Gleise drüber latschen. Ich glaube, es ist nicht ganz so sicherheitsanforderungskonform, aber okay, ist halt hier in diesem Spiel so. Ist ja auch nur fiktiv, ne? So. Wie gesagt, es gibt ja auch beim Bausimulator immer so den Warnhinweis, wenn man das Spiel startet, sämtliche Handlungen sind nur im Spiel und berechtigen zu keinerlei Handlungen in der Realität auf realen Baustellen. Das heißt, nur weil du im Bausimulator Bagger fahren kannst, heißt das nicht, dass du wirklich Bagger fahren kannst. Und übrigens, schaut mal, ich habe herausgefunden, man kann eine Außenkamera hier hinzu sie doch drehen mit linker Maustaste. Also wenn man linke Maustaste drückt und dann die Maus bewegt, dann kann man halt eben den bewegen, und wenn man nochmal linke Maustaste drückt, wird die Kamera wieder fixiert. Toll, das wusste ich So neun ähnlich Folgen wie lang nicht, jetzt weiß ich es. ist so ähnlich wie als wenn als wenn Lüdenscheid die Kamera Dingsbums Ja. rausgefunden haben. So, Türen sind verriegelt. 11 ist hier Abfahrt gewesen in Weizen. Also alles pünktlich. Ausfahrsignal ist auch grün. Wunderhübsch. Sag das bitte nie wieder. Was? Wunderhübsch. So, und genau in dieser Geschwindigkeit geht es hier jetzt weiter. Oh, schön. Unsere 50 km/h, Spannend. mit denen wir uns hier durch die Gegend schlängeln. Aber wisst ihr, was toll ist im Vergleich zu dem modernisierten Abschnitt? Hier gibt es Kilometersteine im 100-Meter-Abstand. Nicht für diese Schildchen da im 500-Meter-Abstand. So, jetzt noch bei 21,0. Und der nächste Halt ist Lausheim-Blumegg-Haltepunkt bei 23,6. Das ist auch der einzige Haltepunkt, den wir halten werden. Wie ich vorhin gelesen hatte, gibt es auch noch den Haltepunkt Wutachblick, aber da werden wir durchfahren. Da haben wir keinen Fahrplan halt, weil der liegt wirklich abseits jeglicher Ortschaften. So, 23,6. So, besonders ist übrigens auch hier, wir haben eine sehr starke Steigung. In unserem Falle jetzt bergauf, die wir beachten müssen. So, so eine Pfeiftafel. Deswegen ist es auch interessant. Das hatte ich auch in der letzten Folge schon eingeblendet, diese Karte, wo man sieht, dass es wie aussieht wie so ein Sauschwänzle hier irgendwie. Was einfach daran liegt, und diese ganzen Kringelungen, was einfach daran liegt, dass. Oh, das mit diese Siefer hier. Dass es hier einfach eine sehr starke Steigung gibt und wir dadurch nicht einfach hoch oder runter fahren können, sondern weil die so stark ist, müssen wir halt eben hier so Kurven und Kringel drehen. Einfach damit wir mehr Laufweg haben, um die Steigung zu überwinden. So, hier haben wir sogar Okay, eine einfach gute. gesagt, wir haben viel Hügel. Wir haben viele Hügel und deshalb müssen wir zwischendurch durchschlängeln. Das ist einfach nur, es geht einfach nur kontinuierlich die ganze Zeit bergauf. Jetzt Hügel sind es weniger. So, jetzt haben wir 2 Kilometer schon geschafft für heute. Seitdem wir in Weizen Boah. losgefahren sind. Echt, der Name ist Weizen. Gibt's auch Roggen? Warte. Gute Frage, gute Frage. So. Ich habe noch so im Kopf so ein paar Sachen, über die ich reden möchte, weil die will ich jetzt nicht gleich alle vorne weg, dem noch bevor wir unseren ersten Fahrplan halt haben, nach unserem Ausgangshalt.
Aber wenn ich jetzt gleich alles erzählt habe, dann gibt es ja nicht mehr, weshalb ihr noch dranbleiben solltet. Außer natürlich die wunderbare Strecke hier. Weil das muss man schon sagen, was du in der Nächster letzten Folge Halt, meintest, ja, dass die Strecke so ein bisschen trist Blumegg. wirkt. Aber ich muss Ausstieg sagen, in hier dieser Fahrtrichtung links. bergige, kurvige Abschnitt zwischen Blumenberg-Zollhaus und halt eben Weizen, der ist dann doch noch ein bisschen malerischer und hübscher. Wobei es auch ein Es bisschen gibt mehr zu sehen eine gibt. Bushaltestelle namens Roggen in Italien. Als ob du jetzt ernsthaft gegoogelt Wo hast. ist in Südtirol? So. 23, noch 600 Meter. Bis nach Lausheim-Blumegg. Müsste die Ansage auch gerade eben schon gekommen sein. Und habt ihr gehört, das ist eine dieser typischen DB-Ansagen, die ein bisschen nach meiner Stimme klingt. Einfach weil, wenn wir nach draußen schauen, dann sehen wir auch, da steht DB Regio drauf. Und wenn der Streckenhersteller sagt, dass hier eine DB Regio fahren soll, dann lassen wir die DB Regio hier drauf fahren und machen auch die Ansagen dementsprechend. Ne? So ja wenigstens, auch wenn es hier in diesem Fall ausnahmsweise mal fiktiv ist, auch wenn ich sonst kein Freund von fiktiv bin. Aber ich mag die Strecke hier, deswegen habe ich mal gesagt, okay, machen wir hier eine fiktive Strecke, die wir fahren. Und dann machen wir möglichst die so realistisch wie denkbar möglich. Strommasten sehen echt alt aus. Ich weiß nicht, das könnten sogar noch. Ich glaube, das sind keine Strommasten, das sind Telefon- und/oder Telegrafenmasten. Ne? Also früher war es ja so, dass an Bahnstrecken immer Telegrafenleitungen lang liefen. Einfach damit die ganzen hier Dingens, Stellwerke? Stellwerke, damit die alle schriftlich miteinander kommunizieren können. Deswegen gab es da Telegrafenmasten, damit die halt über Morse-Codes da schriftlich kommunizieren können. So, Lausheim-Blumegg 16, das ist doch perfekt. So, haben wir auch gesehen, dass hier niemand kommt, aber trotzdem, wenn hier eine Pfeiftafel ist, dann pfeift man auch. Wir wollen ja vorschriftsgemäß handeln. Damit doch alle Bescheid wissen. Oh, was meinst du? Jetzt der Eindruck vom anderen Ende der Strecke, Tobi? Auch so trist? Schön Bäume. Ja, jetzt ist hier gerade ein bisschen bäumig, aber vorne waren ja noch ein Häuserchen und sowas. Ist nicht nur diese einzige Wiesenlandschaft. Aber du, ich hätte auch mal eine Frage an dich. Für die Zuschauer zur Info, ich habe gerade die Bausimulator-Folge geschnitten. Also wir nehmen gerade einen Tag vorher auf Warte sozusagen. mal kurz. Und die Bausimulator. Ich muss gleich mal kurz hupen, weil wir fahren jetzt in den Tunnel rein. Ja, jetzt. Die Bausimulator-Folge hat sich ein bisschen verspätet, weil ich einfach keine Zeit hatte. Da kamen drei Shorts raus. Zwei. Ja, Mittwoch und am Donnerstag. Aber ich bin dann halt immer so 15:30 Uhr, dachte, Mist, was machst du jetzt? Naja, gut. Auf jeden Fall habe ich jetzt überlegt, wie nenne ich die? Und was hältst du von, was ist die Einsteins Bagger-Theorie? Ja, warum nicht? Gut, die Zuschauer kennen dann die Folge natürlich schon, weil die kam ja gestern raus, Denn dann die für wissen es. euch. Aber, ja. Also, mir ist jetzt auch nicht so wirklich was anderes eingefallen. Man könnte auch noch sagen, Oder was Einsteins bauen wir Bagger. hier eigentlich? Einfach nur Einsteins Bagger wäre auch eine neue Option. Nee. Also, wenn dann schon wissenschaftlich. Die Einsteins-Bagger-Theorie. Was eine Theorie? Ich weiß gar nicht, was wir Wir haben da es Theorie vorhin genannt, erzählt ja. haben, weil wir haben die schon vor Ich einer hab mir die Weile Stelle aufgenommen. gerade 4, 5 Mal angeschaut. Das heißt Einsteins-Bagger-Theorie. Dann ist die Einsteins-Bagger-Theorie. Ja, weil ich auch überlegt habe, weil wir haben die ganze Folge haben wir gerätselt, was wir dort eigentlich bauen. Stimmt. Was zur Hölle bauen wir hier? Wäre da auch noch ein Titel. Ja, was soll Aber ja. bauen wir hier? Das würde ich eigentlich auch, das finde ich auch ganz gut. Nee, das gefällt mir sogar noch ein bisschen besser. Aber die Einstellungsbagger-Theorie. Okay, dann tue ich dir einen Short. Den macht er aus den Schrott, na klar. Dann nennen den so. So, schauen wir mal kurz auf unseren Fahrplan. Bei 27.8 haben wir Grimmelshofen, ne? Wo wir keinen Fahrplan halt haben, sondern nur der Zug in die Gegenrichtung. Da gibt es aber auch nur einen einzigen Bahnsteig, deswegen, ja,
Und es ist einfach so, dass wir halt eben einfach dann direkt durchfahren und der Zug in die Gegenrichtung wartet da halt eben auf uns, während der da gerade seinen Fahrplan halt hat. Deswegen rauschen wir da einfach durch und unsere Durchfahrt dort soll 7:21 Uhr erfolgen, bei Kilometer 27,8, ne, den haben wir auch gleich erreicht. Aus einem Versehen aus bei 27,1, das ist wichtig für uns, denn wir haben keine Vorsignale. Das heißt, es kann sein, dass jedes Einfahrsignal rot ist. Und wenn ich jetzt hier in so einer Kurve fahre und da plötzlich das rote Signal auftaucht, kann ich nicht mehr bremsen von 50 km/h, um vor dem Stehen zu bleiben von dem roten Signal. Das heißt, ich muss wirklich runterbremsen vor Einfahrsignalen, die ich nicht sehe, weil sonst kriege ich das nicht hin. So, hier haben wir auch schon das die Vorsignaltafel und gleich. Ah ne, Ansage, durch Ansage kommt ja keine. Wir Grimmelshofen, wir halten in den Grimmelshofen. Mein Fehler. Deswegen so, Einfahrsignal bei 27,1. Das heißt, ich lasse mal rollen. Es geht ja bergauf, das heißt, er sollte langsamer werden. Und dann schauen wir mal. Jetzt sind wir gerade eine Gerade, aber das Einfahrsignal sehe ich noch nicht. So, ich halte erstmal 40 km/h, dann gehe ich gleich mal runter ungefähr auf 30. Weil wir müssen immer damit rechnen, dass hier auch ein Signal rot ist, weil irgendwas schiefgelaufen ist oder die Fahrzeit nicht gestellt hat oder sowas. Aber so eine kleine Nebenbahn hätte heutzutage auf jeden Fall Zugleitbetrieb und deutlich weniger Bahnhöfe. Aber wir haben Langsamfahrt Einfahrt, das heißt, wir haben Einfahrt 40 km/h. Na, dann machen wir das auch. 40 sind wir gerade. Einmal hupen, wegen dem Tunnel. Und schon kommen wir Bei weiter dieser mit 40 Hupe durch. kriege ich irgendwie immer Angst, dass du gerade bremst und der Zug auf dich zukommt oder so. Nee, es ist einfach nur Ich finde, die normales klingt irgendwie so nach Warnzeichen. Katastrophe. Achtung, ich hupe gleich nochmal, das ist eine Pfeiftafel, Tobi. Und nein, es droht keine Katastrophe. Das ist wirklich nur die Pfeiftafel hier, wegen dem Bahnübergang. Einem unbeschrankten Bahnübergang auch und ohne Drehkreuz und wir sind zu schnell. So, genau der hier. So, und da steht der Kollege in die Gegenrichtung mit seinem Lind. Wir sind ja in einem Siemens D0, ein Zug, den ich ja ganz, ganz doll leiden mag tatsächlich, weil der fährt bei uns hier in der Region sehr, sehr viel in der Gegend rum. Und Ich ja. dir nicht vorhin gesagt, du sollst mit diesen altdeutschen Grammatik aufhören? Ach, du weißt doch, ich bin Deutschleistungskurs. Ja, das hat aber nichts damit zu tun, dass du dein alte Deutsch. Auf jeden Fall Ich fährt er hier. leiden mag. Was soll das? Auf jeden Fall fährt er hier viel bei uns in der Gegend rum. Und das Schöne ist auch, der hat so eine gläserne Tür und so gläserne Fenster zum Führerschein. Das heißt, man kann immer schön dem Lokführer über die Schultern schauen beim Fahren. Das ist immer ganz nett. So, auch hier haben wir Ausfahrt als Langsamfahrt, aber wir haben, genau, da steht A50, das heißt, wir können hoch auf 50 gehen, weil Ausfahrt mit Langsamfahrt heißt hier in diesem Bahnhof Ausfahrt mit 50 km/h. Ja, und dann geht's auch weiter direkt für uns. Und der nächste Halt ist dann Uetzen bei 33,3. Ja, die haben alle hier so seltsame Namen. Oh, da war ein Tunnel. Oh, ich habe gerade nicht gepfeift vor dem Tunnel, ne? Passiert. Was ich mich ja auch frage bei diesem Tunnel, hat der Zug eigentlich eine Lampe? Zum Also, fällt Spitzensignal hat er. Eigentlich gäbe es auch noch ein Fernlicht oder so, was ich anmachen könnte. Aber ich weiß tatsächlich nicht, wie das hier zu sich geht. Oder ob das überhaupt in zu sich geht. Auch selbst wenn ich sehe ja, was ich sehen muss. Sag ich mal so. naja, nix. Nee, ja. Also ich sehe links und rechts die weißen Steine, auf denen die Kilometrierung draufsteht, hier ist zwischen 29,0. Und ich sehe das metallische Glänzen der Schienen. Okay, dann sehe ich ein bisschen weniger als du. Das mag an der Discord-Qualität liegen und ich könnte die Lampe hinter mir ausmachen, dann sehe ich nicht mehr. Ja, dann blendet es vielleicht nicht auf dem Bildschirm, das war auch noch eine Option. Ah ja, da sieht so ein kommt so ein weißer Schemen. Auf jeden Fall. Ich wollte noch ein bisschen drüber reden über dieses fiktive Szenario, weil
ich hatte in der letzten Folge gesagt, eigentlich ist hier ein Stundentakt mit ein paar Taktlücken und auch mit nicht wirklich Zügen früh oder abends, sondern wirklich nur so tagsüber. Halt eben bis Blumenberg-Zollhaus und hier auf dem Rest der Strecke ist so, sind so ein paar historische Sonderfahrten mit Sonderzügen. Und der Map-Ersteller hier hat sich ein, zum Fahrplanersteller, sich hier einen fiktiven Fahrplan ausgedacht für einen attraktiven Nahverkehr, halt eben im Stundentakt, bin ich ganz in Ordnung, mit halbstündlichen Verstärkern zwischen Weizen und Blumenberg-Zollhaus. Muss ich ehrlich mal zu sagen, also bin ich an sich ganz top, weil ich bin auch jemand, der sehr dafür ist, Bahnstrecken zu reaktivieren und auf denen wieder Züge fahren zu lassen, einfach weil das wichtig ist. Hör mal auf, Pascal hat schon mal das komplette Bahnsystem in der Raum Dresden neu geplant. Klammer ja, zu. Für die Osthälfte Sachsens eigentlich. Okay. Mache ich auch hin und wieder immer wieder mal weiter planen, weil man mit so einer Planung nie fertig, weil man wieder Sachen entdeckt, die man optimieren und verändern kann. Auf jeden Fall, da bin ich auf jeden Fall Fan von. Und deswegen ist es zum Beispiel auch toll, hier diese Bahnstrecke zu reaktivieren. Aber ich blende euch mal eine Karte ein. Und hier seht ihr mal die Strecke zwischen Blumenberg-Zollhaus und Immendingen. Also der Abschnitt, den wir in der letzten Folge gefahren sind. Und jetzt im selben Maßstab einmal die Strecke zwischen Blumenberg-Zollhaus und Weizen. Und was wir beide jetzt nicht sehen, sondern du, Tobi, nicht, weil du es nicht mehr vor deinem inneren Auge hast, aber was man jetzt sehen kann, ist, dass wir hier deutlich mehr Strecke auf der Schiene zurücklegen, aber von der Luftlinie her eine sehr, sehr viel kürzere Strecke. Also das, was wir in der letzten Folge in 20 Minuten gefahren sind, dafür brauchen wir hier mehr als das Doppelte, obwohl es weniger Strecke ist zwischen den Orten und die Straßenverbindung deutlich kürzer wäre. Deswegen ich auch verstehen kann, dass diese Strecke hier stillgelegt wurde. Einfach weil hier Zug mit 50 km/h, aufgrund der Kurvenradien wird man hier auch nicht viel schneller fahren können, vielleicht noch 60, 70. Aber dieser Zug hier, also wenn man hier Züge fahren lässt, die werden sehr weit in dem Auto qualitativ zurückstehen. Einfach weil aufgrund der vielen Kringel und Schlängel, die wir hier machen, also aufgrund der hohen Höhenunterschiede, hat man eine sehr, sehr, sehr viel langsamere Durchschnittsgeschwindigkeit auf die Distanz bezogen, halt eben, als das Auto. Deswegen die Konkurrenz da schon sehr stark ist. Deswegen so sage ich so Stundentakt, okay, wahrscheinlich würde selbst der nicht mal gut ankommen. Aber Halbstundentakt, muss ich ehrlich sagen, finde ich echt übertrieben auf diesem Streckenabschnitt. Auch wenn es die Infrastruktur tatsächlich hergeben würde, wenn man auf Biegen und Brechen ja wirklich jeden Bahnhof als Kreuzungsbahnhof missbraucht, sage ich mal, der noch vorhanden ist. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht Sinn und Zweck erfüllend. Deswegen, wenn man sich da andere, also vor allem bei uns in Sachsen, vor allem der Osthälfte von Sachsen, wo sehr viele Strecken stillgelegt wurden, vor allem im Raum der Oberlausitz, da gibt es ja ganz viele Bahnstrecken, die jetzt super Verbindungen zwischen Städten dort gelten, die einfach stillgelegt wurden und über die man sich auch überlegt, ob man sie reaktivieren sollte. Deswegen, nächster Halt, Pfützen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Also da sehe ich es auf jeden Fall deutlich dringender, so zu reaktivieren als hier, weil ich glaube, das wird hier nicht gut ausgehen. Hier werden in den Zügen nie mehr als 1, 2, 3 Leute drin sitzen, selbst bei dem Stundentakt. Das wollte ich nochmal kurz zu der Strecke hier erwähnen. So, ich lasse wieder ein bisschen ausrollen, weil jetzt kam gerade die Vorsignaltafel, weil bei 33.3 ist ja auch unser Halt. Hier in Pfützen, das Einfahrsignal ist bei 33.1. Aber es ist grün, das sehe ich schon mit langsamer Fahrt. Das heißt in Pfützen 40 km/h für die Einfahrt. Dann werden wir dem auch so tun. Runterbremsen auf die 40, weil die Weiche ist nicht für 50 ausgelegt, sonst würde es im Fahrplan drin stehen. So, und dann haben wir hier den Mittelbahnsteig, an dem wir jetzt einmal schön anhalten. Und das ist unsere Abfahrt 29, also auch eigentlich schon wieder jeden Moment.
das Signal gerade auf der linken Seite von der Strecke? Ja, das war ein Signal für die Gegenrichtung. Na, aber es war ja noch eins dann. Es waren ja zwei Signale nebeneinander. Aber auf jeden Fall halt keins, auf der linken Seite. Was für uns gegolten hat. So, halten wir hier mal auf Höhe des Bahnhofsgebäudes. So, ich weiß nicht, ob wir jetzt auch hier auf den Gegenzug warten müssen oder nicht. Weil ich kann auch das Ausfahrsignal nicht sehen. Ah, das Ausfahrsignal ist eh auf Rot. Gut, darum kümmern wir uns gleich. Ich würde erst einmal die Türen aufmachen. Denn hier in Pfützner, genau, das Ausfahrsignal steht bei... Steht zwar nirgendwo ASIC, ich nehme auch mal an, dass das hier das Ausfahrsignal ist, das steht bei 33,9. So. 88,11,5. Betriebsstelle Pfützen, Signal N2. Sie dürfen vorbeifahren am Signal N2 der Betriebsstelle Pfützen. Pfützen, 26.09.2018. Das haut vom Datum nicht ganz hin, aber ja. Aber es ist aber das Datum, an dem das hier fiktiv spielt. 7.29, der Fahrdienstleiter hat da unterschrieben. Gut. Das heißt, wir dürfen fahren, wir haben keinen Gegenzug abzuwarten. Ich wollte noch ganz kurz eine Kleinigkeit nachschauen. Ah, genau, gut. Das wollte ich noch wissen. Und einmal direkt weiterfahren. Jetzt haben wir natürlich 2 Minuten Verspätung, aber das ist dem schriftlichen Befehl geschuldet, weil, wie ich auch schon gesagt habe, in der Realität wird natürlich nichts eingeblendet, sondern muss man das erstmal umständlich über den Zugfunk kommunizieren. So, ich fahre jetzt erstmal nur 40, das wäre auch unsere Einfahrgeschwindigkeit. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob wir gleich über eine Weiche fahren oder wie auch immer, für was die ausgelegt ist, stand nichts im schriftlichen Befehl drinne. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass wir hier auch mit 40 Ausfahrt haben könnten. So. Genau. Hier haben wir sehen, das Ausfahrsignal, das ist rot. Und da haben wir auch eine Tafel für eine Langsamfahrstelle mit 10 km/h. So. PZB-Befehl brauche ich nicht drücken. Ein bisschen mehr als 10 km/h. Das waren 15 km/h. Können wir schon wieder hoch, weil Spitze vom Zug ist ja bereits drüber. Über den Bahnübergang. So, hätten wir das auch geschafft. Dann einmal wieder hoch beschleunigen. Und unser nächster Halt ist dann Eppenhofen bei 40,8. Na, bis dahin haben wir noch Zeit. Haben wir auch noch 6 Kilometer. Was würden Sie sagen? Die Namen werden auch nicht besser. Nee. Können wir vielleicht aber daran, dass wir hier im Schwabenländle sind, immer noch direkt an der Grenze zur Schweiz. Ich glaube, dem sind die Namen geschuldet, die für unsere Ohren so seltsam klingen. Weiz. Ich glaube, da hat jemand zu viel gesoffen und meinte dann so. Ja, wie wollen wir die Bahnübergang nennen? Nockenweizen. Wie wollen wir unser Dorf nennen? Ja, natürlich, das ist natürlich auch eine Theorie. Wenn jemand aus der Region hier kommt und weiß, wie es zum Namen des Ortes Weizen kam, der kann das ja gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht würden wir das noch wahrscheinlich Bild. Sehr viele daran sehr interessiert. Auch ein bisschen Bildung genießen hier. Genau. Was ich von der Vorrede noch vorgelesen hatte, war ja, dass es hier Szenarien gibt mit allen möglichen Dieseltriebwagen, die es aktuell für Zuse gibt. Ich werde aber nur mit hier dem Desiro, der 642, und ich habe es schon wieder vergessen, das war das, was ich gerade nachgeschaut habe, ich habe es gerade schon wieder vergessen, muss ich ehrlich sagen. So ein kleines Gedächtnis. Und mit der Baureihe 628 nur fahren.
aus dem einfachen Grund, dass die anderen Baureihen, dass wir die wo anders fahren werden noch, also die oder Baureihe 628 ist ja der Gott, was war die Baureihe 628, war das der alte? Oh, jetzt bin ich verwirrt. Oder war das der Lind? Na, auf jeden Fall, mit dem... Wenn du mir ein Schlagwort gibst, dann kann ich es von mir aus googeln. Baureihe 628. Deutsche Bahn, oder? Ja, ja. Deutsche Bahn, Baureihe 628. Oh, schon wieder langsam, paar schnelle 10 km/h Bahnübergang. Baureihe 628. Dieseltriebwagen soweit. Ja, ist es ein gibt es ein Bild, ist es ein alter oder ist das ein alles doch relativ Radio? Alt aus, ja. Ja, okay, gut, dann ist der alte. Genau, das wollte ich noch wissen. Auf jeden Fall, mit dem werde ich dann hier nochmal in die Gegenrichtung fahren. Den Rest werde ich aber nicht fahren, weil also mit dem alten werden wir auch noch mal auf dem Sylt Shuttle Plus irgendwann fahren. Und mit dem Lind, mit dem wir auch noch fahren könnten, mit dem werden wir noch auf der Regionalbahn von Husum nach Bad St. Peter-Ording fahren. Deswegen, den werde ich auch noch zeigen. Dann in der Zero zeige ich jetzt gerade eben hier. Mit dem Regio-Shuttle sind wir in der letzten Folge schon gefahren. Und den Talent, die Baureihe 643, die werde ich nicht zeigen. Aus dem einfachen Grund, dass das Cockpit auf 4:3 Monitore zugeschnitten ist. Das heißt, ihr hättet in der ganzen Zeit in der Folge, es wäre so ein bisschen seltsam verzerrt. Es ist auch keine sehr gute Qualität von dem Cockpit. Und ihr hättet halt in der ganzen Zeit in der Folge links und rechts schwarze Ränder. Was ich persönlich auch nicht haben möchte beim Spielen. Deswegen habe ich gesagt, nee, einfach auch weil es qualitativ von innen nicht gut aussieht, weil es ist wahrscheinlich aus einer älteren SUSI-Version portiert einfach nur. Deswegen gibt es das nicht. Nur damit ihr Bescheid wisst, warum ich mich genau für diese Züge hier entschieden habe, den zu fahren. Und den älteren habe ich jetzt nur ausgewählt, weil weiß ich gerade gar nicht mehr. Wahrscheinlich aus irgendeiner Lust und Laune einfach nur. Obwohl wir mit dem ja auch nochmal fahren werden. So, der nächste halt war im Hofen bei 40,8, hätte ich gesagt, ne? Ist ja auch nicht mehr weit. 37,8 sind wir jetzt gerade. Gut, Wutachblick sind wir gerade einmal durchgerauscht durch den Haltepunkt. Wobei gut durchgerauscht mit 50 km/h ist auch nicht so schnell. Ach, dieses Siegfahrt, die will so häufig was von einem. Mit zweimal in der Minute, ne? Es ist bestimmt witzig, weil die SIFA genau alle 30 Sekunden bestätigen muss. Genau richtig. Oh, er hat den Witz kapiert. Ja. Ist auch mal was Interessantes hier so langsam lang rauschen. Muss ich ehrlich sagen, finde ich tatsächlich sogar angenehmer. Also klar, ich finde, also die Geschwindigkeit hier ist auch ein bisschen could be faster. Aber mit ICEs durch die Gegend rauscht vielleicht einfach noch schlimmer. Irgendwie das Gefühl, das hast du schon zwei, dreimal in irgendwelchen Zugsimulatoren-Folgen erzählt. Das ist aber nur so ein Gefühl. Na, no. Ich betone es gerne nochmal. Aber am liebsten mag ich so Geschwindigkeit um die 100 km. Irgendwas zwischen 100 und 160 km. Das mag ich am meisten. Über 80 km habe ich auch noch ganz gut gehen. Ich habe ja irgendwie in letzter Zeit mal Rennautospiel Zeugs für mich entdeckt mit dem Lenkrad. Also da präferiere ich so hier so Geschwindigkeiten ab über 150. Schule meintest, ich habe zu viel gespielt, meine Hand zittert schon den ganzen Tag. Weil du mehrere Stunden Force Feedback auf deine Hand ausbekommen hast. Naja, es ist, wenn die das nicht gewohnt ist so. Und ja. Ich konnte nichts mehr stiller, das war wirklich schlimm.
Auf jeden Fall, was wolltest du sagen? Keine Ahnung, ich habe eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Also, du würdest nur sagen, dass es so ist. So, wir haben schon mal eine Vorsignaltafel. Denn der Halt kommt ja auch schon in dem Moment. 40,8 ist noch ein Kilometer, müsste auch jeden Moment die Ansage ertönen. Ich roll derweil mal ein Stückchen aus auf die 40 km/h hier runter. Weil wir schon wieder so eine schöne, neckische Kurve. Muss es einfach sich überhaupt bei 40,2 aus jedem Moment kommt es, glaube ich, in 400 Metern. Nächster Halt, Epfenhofen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wenn ich es da hinten im Nebel richtig erkenne, ist es grün. Ja, ich glaube schon, es ist grün. Dann kann ich wieder auf 50 hochgehen, weil es hat, zeigt doch keine Langsamfahrt an. Dann nehmen wir schön die 50 km/h und halten in Eppenhofen 7:39, 40 wäre Abfahrt. Wir haben eine Minute Verspätung, aber Grund dafür ist der schriftliche Befehl, den wir hatten. Aber wir sind ja auch alte Signaltechnik, ne? Da kann mal sein, dass hier irgendwas klemmt oder so. Wir waren ja, glaube ich, schon bei 2 Minuten. Das ist jetzt aber nicht die Hupe, oder? Nee, das ist eine PZB-Zwangsbremsung. Aber ich habe nicht mal was falsch gemacht. Ich bin aus Versehen auf eine falsche Taste gekommen, habe deswegen den Richtungswender auf neutral gestellt, sodass wir nur noch gerollt sind. Und ich habe ihn jetzt gerade auf wieder auf Vorwärtsfahren gestellt, aber dadurch löst man automatisch eine PZB-Zwangsbremsung aus, weil die PZB halt eben neu gestartet wird und man halt eben zu schnell ist. Ja, wenn ich die PZB starte, was ich ja mache, wenn ich ja Dann vorwärts muss stelle, sie null sein. muss ich stehen Ach im so. Moment. Aber ich mache das immer, dass ich aus Versehen kurz auf neutral schalte, hin und wieder mal, und dann direkt weiterschalte auf vorwärts wieder. Also nicht, ob ich jetzt eigentlich auf neutral lassen müssen, einfach ausrollen. Das ist zum Halt. Aber gut. Na, jetzt haben wir schon. Jetzt sind wir auf die 2 Minuten Verspätung dazu, aber gut, die hatten wir vorhin ja auch schon. So, weiter Kollege auf uns, der natürlich auch 1, 2 Minuten Verspätung wahrscheinlich bekommen hat. Jetzt fährt auch los. Mahlzeit. Das ist, glaube ich, diese Baureihe Genau, das ist die 628 628. Dingsbums. Genau, jetzt heißt mal einen, der Lind ist nämlich die 648. So rum war es ja. Was waren das eigentlich gerade für Dinger an der Seite vom Zug links von uns jetzt? Irgendwelche Hebel. Das hier, das sind Gewichte. Also sofort damit für die Zugseile, die du da siehst, die da so lang fließen. Das sind diese Seile. Und wenn man im Stellwerk dann diesen Hebeln da zieht, die ja heute bei modernen Stellwerken ja nur noch Computerklicks sind oder bei Stellwerken der 60er, 70er, 80er Jahre, halt eben Drucktaststellwerk, dass du so auf Knöpfe drückst halt eben. Das sind halt eben damals diese Hebel gewesen, an denen du da gezogen hast. Und dann hast du halt eben mit diesen Seilen gezogen. Mit diesen Seilen wurde dann einfach mechanisch halt eben die Signale umgestellt. Und diese Gewichte sind einfach dafür da, dass halt eben die Seile besser gezogen werden können oder wie auch immer. Da hat sich richtig einer Gedanken gemacht. Ja, das ist gute Technik, wie sie schon vor 150 Jahren im Einsatz war. So, und deshalb sind das auch so mechanische Dinger. Na, das ist Ich habe wirklich noch überlegt, eine ob irgendein Motor Bahnstrecke in drin der ist oder so. Urausrüstung, wie sie. So hätte die Bahn, so wird die Bahnstrecke wahrscheinlich auch schon vor 100 Jahren ausgesehen haben in der Ausrüstung. Es gibt keine technische Ausrüstung hier, es ist alles mechanisch, es gibt kein Zugsicherungssystem, gar nichts. Also du fährst schon noch in PZB und Nee, Sieger. ich habe keine PZB. Warte, hä? Hat die nicht gerade die PCB angehalten? Ja klar, die PZB im Zug, aber. Die PZB besteht, denke ich, aus der Zugkomponente. Ich habe der Zug, der PZB fähig ist. Und ich habe draußen Ja. PZB-Signale. Und der Zug kann halt eben diese PZB-Signale lesen. Aber ich habe keinerlei Interaktion. Ich habe mit der PZB heute noch nichts gemacht, außer dass ich mich vorne am Anfang aus dem PZB-Startmodus, der einfach nur vom Zug eingestellt wird, befreit habe. Aber ich habe noch keine Streckeninteraktion mit der PZB gehabt. Und das gerade eben war auch nur vom Zug eine PZB-Auslösung, weil ich auch die PZB ausgeschalten habe, durchs auf neutral stellen wieder angeschalten habe. Und beim Anschalten muss halt eben der Zug stehen bleiben. Da muss der Zug stehen.
Deswegen war alles nur die Zugseite bis Bahnrichtung. Von der Strecke habe ich noch keine einzige Zugsicherungsmaßnahme gehabt. Okay. Noch keine Bestätigung, kein Nichts. Aber keine Kontrolle. Der Zug ist trotzdem nicht komplett nur auf den Fahrer angewiesen, sondern der hat trotzdem noch Sicherungssysteme. Der Zug besitzt, sich besitzt die PZB. Nur, dass die PZB nichts machen kann. Und die SIFA hat eben die Anwesenheitskontrolle für mich, dass wenn ich hier bewusstlos werde, dass der Zug dann anhält. Aber wenn ich streckenseitig einen Fehler mache, dann wird das die PZB nicht mitbekommen können. Die vom Zug, weil die Strecke keine PZB hat. Und somit ist keine streckenseitig, die Strecke nicht mit dem Zug kommunizieren kann. Und die Signale. Das rote Signal kann nicht sagen, den kann dem Zug nicht sagen, nö, das war falsch, dass er drüber gefahren ist. Zwangsbremsung. Die Strecke schweigt einfach. Die Strecke schweigt. No. Auch ein schöner Titel. Aber wobei, das wäre wahrscheinlich nur ein guter Titel, wenn du irgendeine Serie hättest. Mhm. Wo die Strecke schon irgendeine Bedeutung hat. Deswegen meine ich ja auch, dass ich unbedingt dieses Szenario fahren möchte. Aber was mir so schön ist, mal auf so einer Streckeninfrastruktur zu fahren, wie man sie vor 100 Jahren schon gefunden hätte. Nur dass der Zug halt dem nicht ganz so reinpasst, sondern dass man damals noch mit einer Dampflokomotive und ein paar Personenwagen dahinter gefahren wäre. Ich mit so einem Dieseltriebwagen hier aus dem, der in den 2000er Jahren gebaut wurde. So, unser nächster Halt, das ist denn das? Ach, das ist schon Blumenberg-Zollhaus bei 46.0. Na dann. Wartet da gar nicht mehr so viel auf uns. Den Rest der Strecke, den kennen wir dann ja schon. Aber die werden wir trotzdem natürlich nochmal abfahren. Damit ihr mal sehen könnt, wie dieser Zug hier denn sich anstellt, wenn ich den mal ein bisschen mehr ausfahre. Also 80 statt 50 km/h. Maximalgeschwindigkeit für den sind ja auch 120 km/h. Wenn ihr da mal nach ganz rechts rüber guckt, da steht auch, da ist auch ein Aufkleber drauf geklebt mit Höchstgeschwindigkeit 120 km/h. Den hab ich schon gesehen, ja. Und das ist der Führerraum 2. Na. Und auf der Gegenseite ist der Führerraum 1 halt eben. Ganz schlechte Witze, du. Hm. Da hat er zwei Führerstände. So, das ist jetzt auch ein ganz interessantes Viadukt, von dem, wie es hier aussieht. Oha. Mit diesen bauchigen Stahlträgern da. In der Kurve hier über das Tal hinweg. Das Fußwege? Nee, ja. Was meinst du, Fußwege? Die Holzplatten rechts und links. Es muss ja immer eine Fußwege, also zum Beispiel auch in jedem Eisenbahntunnel gibt es auch eine Art Fußweg. Einfach wenn der Zug da liegen bleibt oder irgendwas ist, dann müssen die Leute herauskommen im Notfall und den Tunnel verlassen oder eben hier von der Brücke dann aus dem Zug noch rauslaufen können. Wenn direkt links und rechts eng neben dem Zug das Geländer wäre, dann würde ja niemand rauskommen, der Zug auf dem Ding uns liegen bleibt. Deswegen hier, das ist zwar ein historischer Tunnel. Das klingt wie eine Bremse. Das hier ist zwar ein historischer Tunnel, aber auch hier ist links und rechts in dem noch genügend Platz, dass man langlaufen könnte. Oder auch zum Beispiel bei Wartungsarbeiten müssen ja auch Leute da drauf laufen können. Oder sowas. Deswegen. Und moderne Tunnel, die haben wirklich auch einen richtigen Fußweg, der sogar leicht angehoben ist, da extra reinbetoniert. Ist natürlich alles für die Sicherheit der Fahrgäste, auch in Havariefällen. So. Hier ist ein bisschen dunkel in dem Tunnel, hier sehe ich nicht mal die Kilometersteine. Vorne. Aber es ist ja schon ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Na. So, und das ist der Kilometerstein 44,8. Na, sind auch nur noch 1,2 Kilometer. Dann haben wir 44,9. Und bei 46,0 ist er ja schon. Blumenberg-Zollhaus. Unser Halt. Nächster Halt. Blumenberg-Zollhaus. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und hier haben wir zum ersten Mal auch ein Einfahrsignal. Uhu! Mit Langsamfahrt 30 km/h. Ach, aber keine gut, ich habe gerade versucht, PZB zu bestätigen, aber ich habe keine Antwort bekommen von der Bahnstrecke. Also es ging die 1000-Hertz-Lampe nicht an. Einfach aus dem Grund, weil die Strecke immer noch keine PZB hat. Was.
So, und hier müssen wir mal ein Signal links stehen, was für uns aber gilt, was wir daran erkennen, dass rechts, nämlich da, wo das Signal eigentlich stehen sollte, eine Schachbretttafel ist und die bedeutet, dass sich das Signal auf der falschen Seite befindet. Dann war das vielleicht vorhin auch schon so, wo ich meinte, da waren zwei Signale auf der linken Seite. Das kann sein, weiß ich nicht genau. So, 30 km/h. Wir hatten aber gelb, das heißt, unser Ausfahrsignal ist noch rot. Da steht schon der Kollege in die Gegenrichtung. So, unsere Ankunft ist 47, wir haben jetzt natürlich 49 und der Abfahrt ist 50. Also hätten wir eigentlich... Dampflok. Genau, hier steht eine Dampflok. Das heißt, wir hätten eigentlich 3 Minuten Standzeit hier, aber das wird wahrscheinlich eher Richtung 0 Minuten Standzeit gehen, weil wir erst 50 ankommen werden. Wir haben jetzt schon 49 und eine Dreiviertelminute. Deswegen. Und da steht auch ein D0, eine 642 in die Gegenrichtung am Bahnsteig. Und der Kollege kann jetzt gleich losfahren. Wir haben das Gleis geräumt. Muss nur noch Fahrt gegeben werden. So. Türwahlhebel. Und wir stehen. Für Freigabe. So, und hier der schriftliche Befehl, den haben wir schon erwartet, weil seit der letzten Folge sind hier noch immer keine Ausfahrsignale gewachsen. Deswegen Standort 46, Kilometer 46 in Blumberg-Zollhaus. Sie dürfen aus dem Bahnhof Blumberg-Zollhaus ausfahren. Jo. Das nehmen wir so zur Kenntnis. Und wenn die Leute eingestiegen sind, dann fahren wir los. Und der Kollege, keine Ahnung, das schön. Vielleicht hat er auch ein bisschen längere Wartezeit. Vielleicht musste er auch gar nicht 50 losfahren, sondern erst 52, 53, weiß ich gar nicht, wie lange in die Gegenrichtung die Standzeit ist. Kann es aber auch egal sein. Der Kollege wird schon wissen, wann er losfahren muss und wann nicht. Hauptsache, wir fahren möglichst zeitnah los. So, 1 Minute Verspätung haben wir jetzt schon. Jetzt sind sie eingestiegen, die Leute. Dann fahren wir hier mit 1 Minute Verspätung los. Mal sehen, ob wir die noch rausbekommen oder nicht. Bestimmt. So, dann fahren wir mal los. 40 km/h ist hier die Ausfahrt. Hatten wir vorhin im Menü nochmal nachgelesen. Oh, guck mal, hier stehen Ferkeltaxen drüben. Also Schienenbusse. Der richtige Name für den Dinger, diese weinroten kleinen Dinger da. Die heißen richtig Uerdinger Schienenbusse. Und der Spitzname ist Ferkeltaxe. Weil die so ein bisschen aus wie so eine Schweineschnauze von vorne. Das sind so kleine Mini-Hügel, so kleine hier. Naja, kleine Mini-Wägelchen da. Deswegen Ferkeltaxe. Als Spitznamen für die Dinger. Ich stand irgendwo im Wikipedia-Artikel von der 628-Baureihe-Dingsbau. Noch zum Bauch, gibt's überall. Wikipedia-Artikel. So, wenn wir über den Schienenbereich hier einmal drüber, über den Weichenbereich mal drüber sind. Kann ich mal ein bisschen Stoff geben, ne? Ja, lassen wir aber auch noch was übrig. So, und unser nächster Halt ist dann Blumberg-Riedöschingen bei 50-4. Willkommen den gewohnten Gefilden, ne? Und übrigens, denk dran, das ist Riedöschingen? Riedöschingen. Riedöschingen. Okay. Ach, und übrigens, das, was wir ab jetzt ab Blumberg-Zollhaus zurücklegen, bis Geisingenhausen, ist eine längere Strecke von der Dingens halt eben, also ist eine längere Strecke als das, was wir jetzt gerade eben in der letzten Zeit, also in den letzten 40 Minuten, 50 Minuten zurückgelegt haben. Wir sind jetzt gerade eine Dreiviertelstunde gefahren für eine kürzere Strecke als das, was wir jetzt, keine Ahnung, in 15 Minuten oder so zurücklegen werden. Damit ihr nochmal diesen Unterschied auch seht, von wegen, also dass hier der Verkehr auf jeden Fall Sinn ergibt, aber auf dem Abschnitt gerade eben, dass da das Auto tatsächlich leider unschlagbar ist. Wohlgemerkt leider. Lüge können nicht mögen. Da hätte jemand beim Balancing was falsch gemacht. Wobei sagen muss, damals die Strecke gebaut hat noch, da war es natürlich besser, weil der Zug dann immer noch schneller war als das Pferdefuhrwerk wahrscheinlich. Schon über 80 km/h drüber. Das ist so nervig, weil hier der Taro, der ist so klein hier in diesem Zug. Deswegen. Aber gut. Kriegen wir schon hin. Man früher
Hat man früher eigentlich Lastkraftwagen, also LKWs mit Pferden, Lastpferdewagen, also LPWs genannt? Nee. Ich glaube, da, oder da hatten die es damals noch nicht so mit Es waren Abkürzungen. Pferdefuhrwerke. Es gab Postkutschen und es gab Pferdefuhrwerke. Das eine war für Menschen, das andere war für Güter. Aber wie war das? Egal wie gut du fährst, Züge waren Güter. So, der Witz des Tages hat man auch noch abgefrühstückt. Lachwitz des Tages, also Ja. bitte. So, 50 Bier, das ist genau in einem Kilometer. Nächster Halt, Blumberg-Redöschingen. Ausstieg in Fahrtrichtung Deswegen kam jetzt auch rechts. gerade die Ansage. Und was ja auch wichtig ist, was ihr im Buch dann auch bemerkt ist, hier gibt es keine Bedarfshalte mehr. Das heißt, hier sind alles Fahrplanhalte. Das heißt, du müsst hier so oder so überall halten. Deswegen kam auch in der Ansage kein Bedarfshalt drin vor. Und die Halte jetzt, die wir gerade eben hatten, also wenn man sich das auf der Karte mal genauer ansieht, dann sind tatsächlich die Bahnhöfe auch teilweise sehr, sehr weit von den namensgebenden Ortschaften entfernt. Also das ist, glaube ich, auch noch ein Beitrag dazu, dass da der Zug hinter dem Auto her, also hinter dem Auto steht auf diesem Streckenabschnitt, einfach weil auch die Bahnhöfe weit entfernt sind von den tatsächlichen Ortschaften. Das ist jetzt auch ein bisschen gemein von mir, weil ich jetzt hier so weit vorne halte, während die Frau da mit dem Kinderwagen natürlich ganz hinten stand am Bahnsteig und jetzt einmal ganz nach vorne laufen muss. Naja, aber Züge halten immer ganz vorne. Also. Und es kommt drauf an. Also in dem Fall hier ist der Bahnsteig deutlich länger als unser Zug und vor allem auf so Regionalbahnstrecken, da wird nicht immer ganz vorne gehalten, sondern wird in der Regel immer da gehalten, wo das Bahnhofsgebäude ist, weil da in der Regel ja auch die Menschen immer stehen. Oder dass man sich allgemein um dorthin stellt, wo sich die Menschen auch stehen. Bei natürlich größeren Bahnstrecken oder bei S-Bahnen oder sowas, das ist in der Regel auch so, dass die Bahnsteige dann auf die Züge von den Längen her angepasst sind und dass die Züge eben dann eher am Bahnsteiganfang natürlich halten. Mal den ganzen Bahnsteig abzudecken und keine Ja, Türen in der genau. Luft zu haben, so wie du öfters hattest. Na? Was ich nochmal ansprechen würde, ist die Tatsache, dass 90,7% von Leuten, die hier Videos schauen, ne, die haben nicht abonniert. Was Was? soll denn das? 90%? 90,7%. Das ist ja Also, skandalös. Schweinerei ist das. Dabei blenden wir doch jedes Mal ein, dass ihr abonnieren sollt. Also wirklich. Ja, das ist schon seit über einem Jahr, sind das 2 Jahren? Ich weiß gar nicht mehr. Anderthalb vielleicht. Haben wir diese Bauchbinden? Nur dafür, dass ihr abonniert. Ihr tut's nicht. Das ist Also, wenn ihr was in Schweinerei. der Statistik und an unseren Entsetzen ändern wollt, dann solltet ihr unbedingt mal diesen Abonnieren-Knopf da unten drücken. Weil kleiner Tipp, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Außer ihr Ist wollt. kostenlos. Na, weil manchmal ist der YouTube-Algorithmus so, soll ich mir jetzt das Video anzeigen oder nicht? Nö, lass mal sein. Aber wenn ihr natürlich in der Abo-Box habt, das Video, dann könnt ihr es nicht übersehen, weil dann, egal ob der YouTube-Algorithmus sagt, ihr sollt das sehen oder nicht, ihr kriegt es auf jeden Fall angezeigt. Würde uns auf jeden Fall helfen. Vielen Dank. So, 54,3 ist der nächste Halt. Werbung Ende. Na, Eigenwerbung Ende. Ja, ich guck mir gerade so ein bisschen Statistik an. Ich weiß gar nicht, ob das allen so bewusst ist, die so YouTube nutzen. Aber wir haben jetzt zum Beispiel jetzt auch Statistiken darüber, dass um Montag um 19 Uhr sind die meisten Zuschauer am Montag aktiv. Davor ist ein bisschen und dahinter ist ein bisschen. Aber so gerade um 19 Uhr, da ist so das die Ballung. Sie müssen Im wissen, Gegensatz YouTube dazu. macht es seinen Creatoren möglich, dass sie gefühlt alles sehen können. Also, es würde mich nicht wundern, wenn YouTube demnächst noch eine Seite in den Analytics macht, mit was die durchschnittlichen Lieblingshobbys unserer Zuschauer sind oder sowas. Also, würde mich nicht wundern. Ich meine, es gibt ja hier Kanäle, die sich deine Zielgruppe ansieht, Inhalte, die sich deine Zielgruppe ansieht. Da haben wir jetzt noch keine Statistiken, weil wir nicht so viele Nächster Zuschauer Halt. haben, aber Geisingen, es ist schon echt Leipferdingen. krass. Ihr Durchschnittsalter Ausstieg in etc. Aber gut, das Fahrtrichtung ist halt auch wichtig für rechts. die, wie du deine Videos machst. Also wenn du Ja. jetzt eine Zielgruppe hast, bei uns ist das jetzt hier ein Fünftel ist zwischen 25 bis 34 Jahre, zum Beispiel. Und ein weiteres Fünftel zwischen 35 bis 44. Aber wir haben. Gut,
bei der Statistik muss man natürlich aufpassen. Bei dem Zeitraum von 13 bis 17 Jahre haben wir, steht jetzt hier nur 5,6% und bei 18 bis 24 31,7%. Da muss man natürlich beachten, dass die meisten Leute dann halt nicht, die jetzt unter 18 sind, jetzt nicht angeben, dass sie 16 sind oder so, die gehen halt gleich 18 an. So, deshalb ist diese Statistik durchaus verfälscht. Aber teilweise auch an den Content, den man schaut, auch abschätzt. Ja, das auch. Außer man macht natürlich dann eine Altersverifizierung, das kann man ja auch machen, damit man ja auch dann FSK 18 Content sich auf, also das, was YouTube als FSK 18 markiert, dass man sich da noch diese Videos ansehen kann, dann ist natürlich, dann weiß natürlich YouTube sicher, wie alt du bist. Na, ein bisschen zu weit gefahren, aber Türen sind noch alle auf dem Bahnsteig. Also alles in Ordnung, weil ich noch nicht vorbildlich gehalten, Leute. Dafür brauchst du nur eine Kreditkarte oder so. Kreditkarte oder Personalausweis. Ja, gut. Und dann einfach alle Informationen außer Name und Geburtsdatum schwärzen. Und dann klappt es eigentlich. Jo. Aber mir fällt gerade hier auf. Ist ja einer der neuesten Abonnenten hier, das ist der Superschwabe. Na, der müsste doch eigentlich was wissen. In unser heutiges Gefilde hier, wo wir unterwegs sind. Und auch schon letzte Folge unterwegs waren und auch nächste Folge noch unterwegs sein werden. Kurze Zeit vorm Training. So. Geisingen, Aulfingen, 56,5. Na, langsam werden die Halte ganz schön eng hier. Aber ist ja auch nicht schlimm. Haben noch ein paar mehr Halte. So, noch 1 Kilometer, dann haben wir schon einen Halt. Nächster Halt. Geisingen, Aulfingen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Aber tatsächlich, wenn man die beiden Strecken schon mal so vergleicht, also hier ist wirklich dieses so kargere Grasland einfach nur. Nach man da halt eben gerade schon diese Bergstrecken mit diesen historischen Tunneln auch hatte und sowas. Das hat einen anderen Schraub, würde ich sagen. Rechts da, was ist das für ein Signal? Das hier gerade eben, das ist das Bahnübergangssicherungssignal. Das ist für Bahnübergänge, die per Gleiskontakt den Zug erfassen und sich dann schließen. Ne? Es kann ja sein, dass der Gleiskontakt mal nicht auslöst oder dass es einen Fehler gibt, halt eben bei der Erkennung des dabei, Zugs. Allgemein, dass der Bahnübergang kaputt ist und dass der Lokführer eben dann weiß, okay, der Bahnübergang ist ordnungskonform geschlossen. Dann blinkt diese weiße Lampe oder leuchtet halt eben. Und sollte sie das nicht tun, dann, weil das der Bahnübergang nicht ordnungsgemäß geschlossen ist, dass eine Bahnübergangsstörung vorliegt. Und dann muss man halt eben per PZB bestätigen das Ganze. Und dann zählt das halt eben wirklich wie ein rotes Signal, was auf dem Bahnübergang auf einen wartet. Und dann ist es halt eben so, dass man vor dem Bahnübergang anhalten muss. Weil der Bahnübergang zählt dann wie jetzt ein rotes Signal, dann einen Warnpfiff abgeben muss, dann mit Schrittgeschwindigkeit auf den Bahnübergang zurollen muss und wenn die Zugspitze über die Hälfte des Bahnübergangs hinausgerollt gefahren ist, dann kann man auch Fahrplangeschwindigkeit wieder beschleunigen. AKA viel Verspätung. Ja. Was jetzt zum Beispiel, was letzten Sommer mal war, da bin ich auf der Bahnstrecke hier von Dresden nach Kamenz gefahren mit der S-Bahn. Und da war es so, dass auf der Bahnstrecke nach Kamenz das 2 Bahnübergangsstörungen waren. Und das ist eine eingleisige Bahnstrecke. Mit anderen Worten, ne? Dort hatte jeder Zug erstmal durch die Verspätung des Zugs in die Gegenrichtung 10 Minuten Verspätung. Und mal direkt von Anfang an reinbekommen. So 10 Minuten, dass wir warten mussten. Am Anfang des eingleisigen Abschnitts, bis der Zug aus der Gegenrichtung kam. Und wir dann selber auch noch, als wir angekommen sind dann in Kamenz, 20 Minuten Verspätung hatten. Und dann mit 10 Minuten Verspätung in die Gegenrichtung wir direkt zurückgefahren sind. Ja, weil halt eben die Bahn, 2 Bahnübergänge kaputt waren und dem wir zweimal hintereinander diese Prozedur durchmachen durften.
Das war auch ein Erlebnis. Nächster Halt, Geisingen-Kirchen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Das ist ja auch immer das Wichtigste. Sicherheit ist die oberste Priorität und die zweite ist dann Zuverlässigkeit. Und ich glaube, so rum ist die Reihenfolge auch schon richtig. Also Platz 1 sollte eigentlich immer die Sicherheit sein. So, nach vorne haben wir schon mal den nächsten Halt. Deshalb ist die Raumfahrt auch so teuer, weil sie sicher sein muss. Mhm. Einigermaßen sicher. Also verhältnismäßig ist es immer noch nicht gerade sicher, in eine Rakete zu steigen, aber. Ja. Ich weiß nicht, wie ich gerade auf Raumfahrt gekommen bin, aber ist halt so. Aber man hat überlegt, so, wenn der Bahnübergang nicht ordentlich schließt und dann teilweise die Schranke offen ist, naja, wenn du da mal mit deinen 80, 60 km/h oder was auch immer, dann da langrollst, also diese Praxis hier wird vor allem bei Bahnsteigen mit niedrigerer Geschwindigkeit benutzt, aber auch bei Bahnsteigen mit Geschwindigkeit bis zu 160 km/h. Es ist auch eine gängige Praxis, diese Technik hier zu verwenden, um Bahnübergänge zu sichern. Das kannst du halt nicht machen, ne? Kannst du halt nicht riskieren, so im Sinne von, wird schon kein Auto kommen und einfach durchrauschen, sondern wirklich einfach davor stehen bleiben, Warnpfiff abgeben und dann einfach drüber rollen. Mit Schrittgeschwindigkeit. Und dann aber wie unterscheide ich jetzt einen Warnpfiff von irgendeinem Pfiff? Wenn ein Zug das Makrofon nicht also pfeift, dann ist es immer ein Warnpfiff. Immer. Sei es zum Beispiel an diesen Pfeiftafeln, das ist ein Warnpfiff halt eben, weil ein unbeschrankter Bahnübergang kommt, damit die Leute wissen, ah, ich höre hier, der Zug pfeift, das heißt, der ist direkt in meiner Nähe, das heißt, ich sollte vielleicht nicht über den Bahnübergang drüber gehen. Oder vor einem Tunnel, da könnte es ja auch sein, dass irgendwelche Tiere oder irgendwas im Tunnel drin sind, dass die das hören, dass die dann vielleicht rausrennen oder irgendwas. Bei Straßenbahn, also bei Straßen, gerade bei Trams oder so, da hast du auch mal gegrüßt mit Klingeln, kann das sein? Na genau, bei Zügen ist es anders. Übrigens hier war jetzt gerade ein Bahnübergangssignal, was nicht ausgelöst hat. Das ist dunkel geblieben. Das heißt, jetzt habe ich hier 1000 Hertz Überwachung, ich werde da vielleicht 500 Hertz Überwachung reinbekommen. Weil der Bahnübergang hier vorne, der registriert nicht. Aber über den werden wir nicht drüber fahren, weil hier in Geisingenhausen ist unsere Endstation. Und deswegen muss der auch für uns gar nicht auslösen. Und wir sehen auch, die Schranken sind offen und hätte doch auslösen sollen. Ich habe noch einen Warnpfiff abgegeben, ne? Ich bin zwar nicht vor dem Bahnübergang stehen geblieben, aber auf dem Bahnübergang. Naja. Regelkonform technisch jetzt nicht so 100% richtig, aber wohl, na, es ist so. Ich glaube, die Kupplung ragt schon ein bisschen auf die Straße hinaus, aber der Rest ist noch vor dem Bahnübergang. Naja, ich hätte eher stehen bleiben sollen, auf jeden Fall. Automatik HET. Na? HET ist Hilfseinschaltung. Also, was auch gibt, ist, dass es hier irgendwie so einen Kasten an der Seite irgendwie gibt, wo du dann als Lokführer den Schlüssel umdrehen kannst und dann die Bahn über, und dann damit probieren kannst, ob sich dann die Schranken vielleicht schließen. Ne? Dann lag es einfach nur daran, dass es nicht ordentlich ausgelöst hat, halt eben der Gleiskontakt. Und wenn das auch nicht geht, dann ist der Bahnübergang halt im Arsch. Na jo. Schöne Fahrt. Na. So, schauen wir mal, was unsere Auswertung vielleicht noch kommt. Das ist die Villa Kunterbunt dort hinten. Oder wir kriegen die Auswertung nicht, weil ich über den Bahnsteig hinausgerollt bin. Und das Spiel es irgendwie nicht erkennen möchte. Oh, da bin ich jetzt auch nicht böse, weil die Auswertung hatte eh immer nie das beste Ergebnis für mich, ne? Nee. Aber was wir machen könnten, ist Simulation. Fahrplan neu. Nee. Simulation beenden. Genau. So, da kriegen wir es jetzt auch, aber mit Fahrziel nicht erreicht und das gibt uns direkt erstmal richtig krasse Abzug, aber egal. Wir wollen nur wissen, was unsere. Die Prozente interessieren uns ja eh nicht. Wir haben ein Haltesignal überfahren. Das war jetzt wahrscheinlich hier. Am Bahnübergang wahrscheinlich. Zwei Zugsicherungszwangsbremsungen. Dann dreimal die Pfeife nicht betätigt. Wir hatten durchschnittlich 1 Minute Verspätung, maximal 3 Minuten Verspätung. Wir hatten 8-mal schlechter Fahrstil. Vor einem Bahnübergang nicht angehalten. 0-mal.
Also zum Beispiel halt eben, wenn man sowas hat, dann würde das hier reinzählen, wenn man da nicht anhalten muss, einfach durchrauschen würde. Fünfmal Türfreigabe vergessen und 14% Abzug durch V-Max-Überschreitung. Ja, aber es ist hier wieder, weil ich diesen Drehregler habe und das erkennt das Spiel und wenn ich nicht ganz gesagt habe, ich hätte die Tür nicht aufgemacht. Und hier habe ich zweimal die Pfeife nicht betätigt und hier auch nochmal. Das war wahrscheinlich vor Tunneln, dass ich da das nicht ordentlich bestätigt habe, den Tunnel. Das vergesse ich gerne mal wieder. Und hier hatten wir dann. So, als hätten wir hier zwei Zwangsbremsungen gehabt hätten, ne? Ja. Ich habe 2000 Herzer direkt hintereinander bekommen. Unmittelbar hintereinander habe ich zweimal 1000 Herzer Überwachung Ding bekommen. Deswegen war ich gerade Naja, verwundert, warum gut. zweimal, weil ich war nur eine Zwangsbremsung, aber schön, die PCB einfach doppelt ausgelöst. Ja, okay. Doppelt hält besser. Na, dann löst halt doppelt aus. Wegen Zwangsbremsung. Das Deshalb war halt, hält als ich, das war doppelt hier, als ich besser. dann die wieder angeschalten habe, die PZB. Oder hat sie direkt doppelt ausgelöst, die PZB. Was sieht auch als 1000 Hertz irgendwie hier rein, ne, im Spiel. Na gut, wie auch immer. Die Strecke, nicht Strecke, ganz schön. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid, beim Fahren zugesehen habt. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, sei es beim Bausimulator oder bei der nächsten Folge nächste Woche. Oder bei unseren grandiosen Shorts, die wir jetzt neuerdings haben. Aber ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss! Tschüss.